Sonne und Wind. Perfekte Bedingungen für einen Kite-Contest in dem kleinen Ort Halesiel an der Nordsee. Doch nicht immer ist die Natur hier so freundlich. Es gibt sogar ein doppeltes Problem. Die Region liegt tief und der Meeresspiegel steigt. Markus Harazim, der den örtlichen Campingplatz betreibt, sorgt sich um die Zukunft seines Unternehmens. Wir hatten ja gerade im August die Situation, dass wir hier einen Wasserstand 1 Meter über normal Null hatten. Das heißt, dass der gesamte Platz dementsprechend überschwemmt ist. Und dann müssen wir allen Wohnmobilisten sagen, dass sie den Platz verlassen müssen, weil es sonst natürlich eine Gefahr für ihre Wohnmobile und auch dann für Leib und Leben wäre. Harazim kann seinen Campingplatz nur in den Sommermonaten zwischen April und Oktober öffnen. Denn im Winter sieht es hier so aus. Auch weiter landeinwärts kann es zu Problemen kommen. Wenn mehr Wasser ins Hinterland gelangt, kann das Salz das Ackerland vergiften und den Lebensraum tausender Tiere und Pflanzen verändern. Die gesamte Region ist in ihrer Existenz bedroht, bestätigen Wissenschaftler. An der HafenCity-Universität in Hamburg haben Forscher eine digitale Karte entwickelt, die das Ausmaß der Bedrohung veranschaulicht. So könnte die Küstenlinie bis zum Ende des Jahrhunderts aussehen. Die roten Bereiche zeigen, wie viel Land überflutet werden würde. Wir waren beeindruckt, wie gut die Deiche in 76 Jahren noch funktionieren würden. Das galt für alle, die an dieser Forschung beteiligt waren. Schockierend war jedoch, das Gebiet zu sehen, das betroffen wäre, wenn es die Deiche nicht gäbe. Die Behörden betonen jedoch ausdrücklich, dass die Deiche halten werden, wie hier in Halesiel. Alle 10 Jahre berechnen die Behörden, wie hoch die Deiche sein sollten, auf der Grundlage der prognostizierten Meeresspiegelhöhe in 100 Jahren. An dieser Stelle muss nachgebessert werden. Wir schützen mit dieser Deicherhöhung natürlich eine ganze Region. Also wenn der Deich irgendwo bricht oder zu niedrig ist und überflutet wird, dann sind natürlich nicht nur die unmittelbar dahinterliegenden Dörfer betroffen, sondern eben ganz Ostfriesland, weil sich das Wasser eben weit verbreitet. Diese Deiche schützen laut Angaben des niedersächsischen Küstenschutzes die Häuser von mehr als 1 Million Menschen, die in Küstennähe leben. Einer von ihnen ist der Campingplatzbesitzer Harazim. Obwohl er an Pfützen wie diese gewöhnt ist, hofft er, dass sein Campingplatz in Zukunft nicht noch stärker überflutet wird.